Das Deutsche Unterhaltungsinstitut für farbliche Bewegtbildübertragungen präsentiert eine familienfreundliche Spaß-Spaß-Spaß-Unterhaltungsproduktion aus dem Lichtspielhaus der Gebrüder Kindlieb. Dazu sei an dieser Stelle erwähnt, dass nach dem Verschwinden von 88 deutschen Knaben und einem Mädel mit kurzen Haaren, Helga hieß sie, ich kann mich erinnern, sehr gut, als wäre es gestern gewesen, als sie mich hochgehoben hat, geschlossen wurde. Als musikalische Untermalung dient der Stern am Schlagerschlaganfallhimmel, das Goldkehlchen, gegossen und geschmiedet aus dem Herrenstahl des Nationalkünstlers Udo Lindenberg. Damit will ich sagen, er ist der Urvater der Reichsglockenklänge. Nina Nea Neonazi mit ihrem Blitzhit 99 Reichsballons. Und damit ein freundliches Gutlach aus dem Führerfestbunker. Okay. Okay, ich hab's fast bis ganz zum Ende geschafft, Alter. Okay. keine Werbung, sag ich dir. Keine Werbung, das ist mein Ding. Okay, was muss ich hier machen? Mach mal die Tür auf. Kannst du aufmachen? Klar, kannst du. Alter, wie viel Geld er schon hat? Ich hab ein bisschen gefarmt halt. Ich bin halt gut. Ah, das ist ja kein Geld. Das sind halt ja irgendwie Popchocks oder so, ne? Guter Nazi-Vernichter bin ich. Popchocks. Richtig guter. Richtig Pop-Chocks. Guter. Das hab ich gelernt. Von der Wiege auf. So, hier. Schlong, schlong. Ja, ja. Schling, schlong. Super Dong. Fass mir an, Alter, mein Ding. Alter, wir spielen den neuen Zombie-Modus. Der neue Zombie-Modus. World War 2. Und wenn ihr mehr vom Zombie-Modus sehen wollt, ihr müsst bewerten. Und schaut mal bei Kreis vorbei. Da gibt's besondere Editionen. Da kann man da besonders gut bewerten. Ja, ich habe gehört, da kann man besonders gut bewerten. Alter, die kommen ja von der Decke, ne? Die kommen überall. Aus und allen... Oh! Genau. Ja. Alter! Alter! Oh Gott. Die sehen richtig schmutzig aus. Ey, ich hab mir einen kleinen Braunen in die Hose gemacht. Ey, ich hab hier so einen Doppelschock-Elektromagnet. Was kann der? Alter, kläre mich auf, Brauninger. Hier, ich wollte das hier... Vorsicht, kann man rumnageln? Mich. Kann man rumnageln? Was macht der hier? Er dreht an irgendwelchen Ventriteln. Beschütz mich. Ich dreh das Gas auf. Hier ist doch niemand. Aber Gas! So. Aber Gas! Aber Gas, boah, wenn ihr mich erschrocken hat, hier geht's nach oben, hier geht eine Treppe hoch. Wenn man einmal in dieser Stimme angefangen hat zu sprechen, kann man nicht mehr aufhören, ne? Schlimmer ist, wenn du diesen Hitler machst, sag ich mal, weißt du, wenn du so... Ja, und dann diese Erschöpfungsmomente, ja, genau, diese Erschöpfungsmomente nach dem Reden, wenn dir die ganze Luft aus der Brust gepresst wurde. Der muss ja ein Organ, der muss ja nicht so Bauchmuskeln gehabt haben, sondern so Brustmuskeln oben, weil der halt immer... Der hatte Muskeln auf der Kehle, sag ich dir. Er hat ein Sixpack am Gurgelhals. Auch am Hals, ja, und Sixpack. Hier, mach mal das Ventil. Warte mal, der hier muss weg. Ist mir im Weg. Wo ist hier so ein Ventil? Da. Darf nur einer ein Ventil drücken, oder? Ja. Echt? Nur jeder darf einmal drücken, dann geht nicht mehr? Nein, doch, das geht. Aber ich habe nur eine Pistole. Bist du fertig? Ich habe hier so eine coole Doppelläufige. Wieso? Warte mal, ich hol mir mal hier irgendwas. Hier musst du auch was Alter, geben. Bei mir reden die irgendwas, sind aber super leise. Ich find's immer geil. Ein Regler, ne? Ein Regler für alles. Ein Regler für alles. Also das ist ja echt lächerlich, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Was habe ich denn hier? Man liebt es. Ein Regler für alles. Warte, das ist eine Nuke. Sammelt sie nicht ein. Aber was machen wir? Wir hier das Geld nehmen. Auf der PlayStation. Du bist der Experte. Auf der PlayStation sieht's schöner aus, oder? Sind wir mal ehrlich? Also wir spielen ja auf PC. Ich spiele alles auf Ultra. Ist alles Maximum. Und irgendwie finde ich, es sieht so verwaschen irgendwie aus, ne? Ja. Einfach was nicht ist hübsch. Los? Ich meine, es kam gestern. Der Ausradierer. Alter, wieso werde ich die ganze Zeit erschreckt und du nicht? Wieso? Bei mir ist alles cool. Alter. Ich hab mich schon... Wir sind hier echt nett. Guck mal, ich kaufe hier Türen auf. Ah, du hast aber die falsche aufgekauft, oder? Nee, doch, war richtig. Gibt's doch nur eine, oder? Gibt's hier noch mehr? Ja, es gibt mehrere. Hier ist ein Ventrikel. Da drüben ist der Furda-Bunker. Bei mir kommt bestimmt hier wieder ein Zombie raus oder so. Kann man den Bunker entbunkern? Ja, nee, du kannst den Bunker öffnen. Warte, jetzt gleich... Strom. Alter, hier ist voll der unheimliche Clown. Okay, Gas ist offen. Wir haben alle drei Gasleitungen, glaube ich. Ey, die Nazis, die hatten echt ekelhafte Puppen, ne? Ja. Ist meine erste Runde. Kreis hat schon gespielt auf der Blazy, aber meine ist... Ja, heute Nacht eine Runde. Heute Nacht eine Runde. Um 4 Uhr schreibt er mich an. Ja, ich bin immer noch wach. Von wegen. Hunting und so ein Scheiß. Alter, was ist das hier für ein Barbecue? What? Ich bin tot. Was, wieso? Na, noch nicht. Ich lebe noch. Okay. Aber Alter, hier kommen brennende Zombies. Ja, ich habe das Gas aktiviert. Sag doch sowas, ich weiß doch nicht, was hier passiert. Ja, weiß ich doch auch nicht. Ja, wie gesagt, die ganze Nacht durchgedudelt. Du, ja. McDoodle. Es ging ja nicht, weil die ganze Zeit hieß, oh, Update-Fehler, Spiel neu starten, Kimmen lecken. Alles so Meldungen habe ich gekriegt. Alter, wo geht's denn da runter? Direkt in die Hölle oder wie? Ja, aber ich weiß nicht, ist da unten der Strom oder wo könnte der sein? Alter, hol mir mal diesen brennenden Knusper-Nazi weg. Der Knusper-Nazi, das sind die, glaube ich, in der Hunderunde kommen. Hunderunde gibt's auch? Alter, der hat brennende Fäuste da! Ich brauch Schnoggernogger. The Fire Fist, Alter. Der Mann mit den brennenden Fäusten, ja? Sie gehen nach ganz vorne.
Aber wieso? Ja, der Fäuste brennt. Hier. Okay, warte. Wir lassen einen am Leben. Wir brauchen Strom. Kann man da reinspringen in den Nazi? Oh, ich bin in den Aschegrube. What? In die Aschegrube? Okay, ja. Ich gehe auch rein. Alter, ich habe hier irgendwas gekauft. Knockout, Ausdauer, ne? Sprinttempo und sowas. Ach, da kauft er einfach Ausdauer und Sprint. Ich weiß nicht, ich dachte halt. Was ist das hier? Da! Strom! Was denn? Aktiviert! Strom! Der Bunker! Alter, er weiß, wie es geht. Ist da jemand drin? Ich bin schon wieder runtergefallen. Oh, es kostet ja Geld. Wie, das kostet Geld? Ja, hast hier du der doch. Schockraum. Ja, ich bist du so ein Sammler? 90 habe ich, ja. Bunker geöffnet. Oh mein Gott, kommt da jemand raus? Da steht Abstand. Halt! Also, ich finde, auf der PlayStation ist es schärfer. Vielleicht ist die Auflösung höher oder so. Noch höher. Alter, wo sind wir hier? Bei mir sagt er irgendwas. Irgendwas mit einem Bohrer. Also, wie gesagt, es ist alles ein Regler, wenn man nicht irgendwie blutige Ohren haben möchte, dann versteht man halt nichts. Ja. Na gut, ich habe Untertitel. Ist halt wieder super gut. Ja, ich auch, aber es ist halt wieder super gut abgemischt. Hier ist die Leute von Call of Duty? Hier ist ein Radar. Drauf. Also wir laufen hier, wir machen so ein bisschen Sightseeing, ne? Ihr sagt mal, ich bin nicht zufällig irgendwie laut oder sowas, ne? Weil eben gerade kam mir der Gedanke, was ist, wenn das Spiel uns wieder hochregelt? Oh. Bin ich laut? Oh, nee. Versteuere ich oder so? Nee, bei mir bist du normal. Klinge ich gut? Ja. Okay. Nicht aktiv. Was ist das da? Ist das Udukir? Oder wie der heißt? Erhöhter Nahkampfschaden. Heißt der Udukir? Der Schauspieler? Ja, der, wo immer Nazi spielt. Ach so, ja, ich glaube. Ich weiß, der ist Udo. Ey, die sind voll schnell und die stinken. Alter, die haben, ja, die haben irgendwie so Insekten. Fliegen. Die Aura der Stinkerei. Fliegenaura. Die Aura des Quantums. Ist das hier nicht aktiv, steht hier überall. Wie kann man das hier riecht's aktiv? Was willst du mir damit sagen? Ey, wir können hier in die Leichenhalle, aber ich habe nur 420 Mücken. Jetzt habe ich 430. In irgendeinem. Wo geht der denn hin? Der ist irgendwie diese McFit? Taschen voll, habe ich. Ich bin auch ein bisschen benebelt. Eben gerade war ich, habe zu lange an der magischen deutschen Sportsocke gerochen. Das ist zu lange am Smelly. Ich habe noch ein bisschen. Smelly my Dally. Ich überlege gerade, ob ich wieder nach draußen gehe, um da ein bisschen Kiteplatz zu finden. Aber hier kann man ganz gut kiten, oder? Hier drin ist doch. Ey, ich dreh die Kurbel! Schütz mich! Beschütz mich, ich kurbel! Hier geht was auf! Was ist denn hier? Bunker! Das UFO! Das UFO! Grün! Welle 6! Wozu ist das gut? First Round, wir werden direkt wahrscheinlich verkacken. Wahrscheinlich. Aber ich habe schon was aktiviert, hä? Wir müssen 10 Minuten überleben, damit wir Werbung schalten können. Okay. Für die Werbung. Victoria. Ey, hier zusammen drin sein, ich glaube, ist nicht so gut, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich gehe raus. Gehst du raus? Jo. Soll ich mitkommen? Nee, muss nicht. Soll ich ihn da halten? Nee, geht schon. Aber nur draußen kann ich die Munition. Da lag irgendwas. Ich will's haben. Ich habe fast keine Munition mehr. Alter, was ist das hier? Das Herz des Führers. Ah, guck mal, ich habe alle abgelenkt. Das ist meine Spezialfunktion. Und wie kann man die einsetzen? Auf V, wenn die voll ist. Steht unten in der Mitte. Meine ist voll. Was ist das? Krieg ich da Munition? Mach ich einen Päckel Munition für alle? Alter, ich habe eine Vorratslieferung gekriegt. Okay, ich würde hier gerne noch ein bisschen rumgucken. Okay, lass einen am Leben. Ja, die sind alle spitz auf mich. Wie kann man denn da bitte schön daneben dudeln? Von Dudlinger. Hast du was gefunden? Was war das für ein Geräusch? Ja, ich hab die Random-Kiste. Alter, das ist eine Random-Kiste! Vorsicht! Ich hab irgendwie den Kasper! Er hat den Kasper, wie? Der Kasperl! Ich hab den Kasperl! Der Kasperl! Vorsicht, die sind jetzt auch spitz auf dich wieder, ne? Ja, aber lass einen am Leben. Lass sie am Leben. Ich habe Waffe 28. Das ist ein toller Name. So eine MP. Wir brauchen Energie. Wir müssen Energie umleiten. Und kannst hier können wir in die Leichenhalle. Alles klar. Wollen wir in die Leichenhalle gehen? Ich hab kein Geld. Ich habe Geld. Ich brauche unbedingt eine Waffe. So. Ich habe Geld für die Leichenhalle. Hier steht der des Führers Kaffeebecher. Oh mein Gott. Was denn? Der ist einfach hier von der Decke gedabbelt. Ja, ich sag ja. Alter, die machen hier so. Hier gibt's so Schockmomente. Jumpscare und so, ja. Jumpscare. Alter, wie es hier aussieht. Der Führerhalle? Der Führer. Ich habe ihm die Mütze runtergeschossen. Da war er richtig wütend. Alter, der Typ. Kann man hier eigentlich irgendwelche Sachen finden? Wir sollten auch so. Ja, ich gucke ja immer schon so ein bisschen. Ah, wir haben hier so einen aggressiven. Alter, was haben die hier getrieben? Panzerung gibt's hier. Junge. Was ist das hier? Irgendwie so ein Embryonenfass oder so.
Da kann man doch bestimmt auch irgendwas reinstecken. Ja, ja. Was ist das hier, eine Milz? Das ist total daneben, sagt meiner. Das ist total daneben. Hier sind überall so Babybags, ne? So Leichenbabybags. Ja, irgendwie Babybags. Haben wir hier mit meinem Snookly lang? Snookly? Ach, du bist das. Alter. Leichenbabybags. Hier sind doch wieder irgendwelche. Ich wette, irgendwo kann man was da finden. Irgendwie so ein Büschel Haare oder sowas. Da war was. Eine Falle oder so, glaube ich, ist da gewesen. Oder? Zum Aktivieren. Hier ist eine Bar. Eine Bar ist eigentlich ganz gut. Eine Bar! Damit kann man doch bestimmt was machen hier mit dem Genifizierer. Der Udo hat aber hier gut gesammelt, ne? Der hat ein bisschen von allem. Der Udo hat hier richtig gesammelt. Was ist das hier? Strom! Hier, eine geöffnet. Finden Sie die zweite Stromversorgung für die Salzbergwerktür? Hier tickt auch was. Hier tickt auch was. Hat ein Timer, das Ding, glaube ich. Wir müssen wahrscheinlich beide an so einem Timer rumstehen. Okay, aber wollen wir hier ins Salzbergwerk? Alter, hier drüben Schockpanzerung für 500. Ah, da müssen wir bestimmt hier rüber. Ja, wir müssen wahrscheinlich noch ins Labor. Also aufkaufen oder wie? Ja, ja. Was kann man hier so machen an den Maschinen? Kann man da nicht ein bisschen rumtriekeln? Na, ich weiß nicht. Alter, was ist das hier? Moment. Fehlende Teile. Hier drüben ist so ein Bunker. Nicht aktiviert. Hier kann man auch irgendwie so einen Knopf drücken. Ja, wir müssen ins Labor. Guck mal, weil da läuft. Das, was ich aber vermisse, man kann nicht rumnageln. Also, ist irgendwie schade. Ach, guck mal. Dann mach ich den jetzt mal Dote. Dann lass mal Geld verdienen fürs Labor. Warum piepst du hier so? Läufst du wieder? Wahrscheinlich. Läuft deine Arme da rückwärts? Hier, weil, Ding. Ah, guck mal, wir müssen nämlich wieder weg ist. Beide Stromversorgungen müssen wir. Also, das heißt, wir gehen wahrscheinlich unten ins Labor. Du weißt ja, wo der eine Hebel ist. Dann suchen wir noch den im Labor und dann. Den finde ich auf jeden Fall wieder. Jetzt geht erstmal Welle 7 ab. Nettes kleines deutsches Städtchen hier, ne? Ja, doch. Arisch. Ja, es sieht halt schön aus, so wie bei Eisendrache, ne? Und so ein bisschen. Ja, so Eisendrache-Feeling. Das ist übrigens auch das Dorf unten, ne? Ich glaube, wir können die Eisendrache-Burg, müssten wir hier irgendwo in der Ferne sehen. Echt? Das spielt in einer Welt? Ich glaube schon. Ah, schon alles sehr, sehr schick. Dreschig. Alter, was ist das hier drüben? Ich hab ein Geistschild erworben. Hier geht's in den Güllet. Bei mir geht's in den Güllet. Warum gehst du in den Güllet? Hier drüben steht's jetzt in den Güllet. Der stirbt da hinten nicht, ne? Ja, ich hab doch noch so einen Kasper. Ist doch bestimmt sowas wie ein Affe. Ach, ein Kasper? Ein Kasper? Wie wirft man den denn? Auf der 4? Wo wirft man Granaten? Auf Q? Auf Q schlägt man. Auf Q ist, genau. Auf E werf ich so einen Kasper. Ja, die gehen jetzt alle hier zu meinem Kasperle. Hier auch. Was ist das? Was war das? Was war denn das? Hast du es eben gerade gehört? So ein Donner. Ja, irgendwas war da eben. Ich weiß nicht. So ein Hey, ich bin wütend. Hey, I'm so angry. Alter, Sofortsieg. Messern. Yo. Alter, voll abgesenzt hier den Schädel. Hast du ein bisschen Geldi? Ich hätte, du könntest das Labor aufkaufen. Ich bin am überlegen, ob ich den Güllet aber auch nehme, was da wohl drin ist. Nicht kaputt machen! Hat er eben gerade gesagt, ungehorsam! Hä, was ist das? Ja, da kommen. Irgendwas kommt da. Irgendwas bebt hier. Da ist doch irgendwas gelandet. So, hier links ins Labor. Los. Lando? Lando? Lando Carissian? Der Nazi Lando? Lando Blum? Was ist das hier? Guck mal hier. Was ist das hier? Alter. Falle. Alter, hier drüben der Nazi-Laptop. Die haben es erfunden. Schnellere. Die haben es erfunden. Schnellere Nachladegeschwindigkeit. Ich spare das Geld erstmal. Wir brauchen ja noch für Türler. Da ist was im Container. Es hat sich bewegt. Echt jetzt? Okay, ich hab's gefunden. Das Stromding hier oben. Komm mal zu mir. Ah, hier ist noch ein Zombie. Kann ich den einen tot machen? Komm mal her. Ich komm nach oben. Wo bist du? Links? Rechts? Ich weiß nicht. Guck da auf den Kasten. Das Ding hier? Hier. Okay. Ja. Noch nicht. Bei 3, ja? Ja. Sag Bescheid dann. Was ist das? Bei mir geht auf einmal irgend so eine Melodie des Todes los. Ich renn rüber, ja? Ich weiß auch noch nicht, nach welchen Teilen wir überhaupt suchen, ne? Haben wir schon irgendwas gefunden, so teilmäßig? Nee, ich grapsch immer hier so ein bisschen.
Hier liegen irgendwie so Kadaver und Tumore. Alter, ich finde dieses komische Leichenhallen-Ding sieht geil aus. Fällt mir schön blutig. Also da klebt viel Gutes an der richtigen Stelle. Da klebt viel Gutes an der, aber ja. Hä, wo war denn jetzt dieser Stromkasten? Ich such den gerade. Aber diese Kontraste. Was ist der denn jetzt? Er sieht irgendwie verwaschen aus. Ja, ja. Stimmt. Ich hab ihn. Hast du einen Zombie bei dir? Ja. Gut, weil bei mir ist auch einer, den töte ich jetzt. Sag, wenn du bereit bist. Oh, jetzt ist meiner schnell geworden. Sag, wenn du bereit bist. Ja, gut, wir haben ja ein bisschen Zeit. Mach einfach an. Okay, okay. Da. Jetzt können wir durch. Okay, wo ist diese Tür? Wo ist die Tür zum Bergwerk? Hier. Oh, Mist, ich habe aber kein Geld. Du musst hin. Was kostet die? Das Geld. 1,5. Okay, okay, ich bin unterwegs. Wo denn? Die in der Mitte hier? Hier, ja, hier in der Mitte. Hier vorne, da wo ich stehe, genau. Alter. Alter. Oh mein Gott. Die haben Bomben. Dann schieß sie kaputt. Von hinten. Die sind aneinander gekettet. Das Bergwerk. Achtung, Vorsicht, raus. Hinter dir ist einer. Ich bin todesrot. Jo, alles cool, alles cool. Warte, ich schieße auf die Bomben. Explodieren die noch nachträglich? Ich weiß es nicht. Ach, guck mal, es ist hier dieser Gang. Okay. Jetzt kommen wir. Was ist das hier drüben? Was ist das hier? Panzerung. Notiz. Der Bunker. Aufrüsten. Erkunden Sie das Salzbergwerk, ist jetzt die neue Tab. Hier runter. Kommst du mit? Ich hab Angst. Nee, warte mal. Wir sollten erstmal hier ein bisschen rumdudeln. Nein, ich geh da nicht rein. Illuminaten! Alter, die kommen doch jetzt von allen Seiten. Ich bleib erstmal oben. Ich bleib erstmal oben in dem großen Raum. Kommandoraum. Es wäre vielleicht besser für mich gewesen. Ich hatte nämlich keine Munition mehr. Kommst du raus? Kommst du hoch? Ich hoffe. Noch habe ich einen Affe. Okay, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Noch kann ich ein Äpfchen. Ich bin oben. Ich brauche halt eine coole Knarre irgendwie, ne? Hier, da ist ein Affe. Du kannst jetzt erstmal gechillt hier rein dudeln. Hol doch die Bar. Die war irgendwo in dieser Leichenhalle. Achtung, von hinten. Wie werft man Granaten? Auf G. E. Ach so, ich hab eine tolle Mine gelegt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Es geht rund. Ja, ja. Oh, fuck. Dudlinger. Na endlich. Was hab ich denn da? Ich hab mir eine Waffe besorgt. Okay, Schmoki. Ach doch, wow. Das sind ein paar Selbstmörder-Zombies. Japaner sind mit dabei. Alter. Oh, kacke. Oh shit, jetzt haben wir den getötet. Im Rausch. Im Rausch, boah. Aber ich musste auch erstmal. Ich habe mir ein MG-15 besorgt. Alter, ich habe eine Kampfflinte. Ich muss mir auch noch eine neue Knarre besorgen. Dann jetzt schnell. Wow! Wo kam der denn schon wieder her? Keine Ahnung, irgendwo aus der Leitung. Alter, Vorsicht. Ich hab halt den Vorteil, ich bin schneller als du, ne? Ich hab ja diesen Sprint-Scheiß mir geholt. Ach so. Achtung! Da ist wieder so einer, der explodiert. Bisschen Personal Space, wenn ich bitten darf. Ja, echt mal, ne? Die kommen einem echt immer sehr nah. Ja, die wollen halt anfassen. Ein paar davon sind wohl katholisch. Was ist denn? Was ist denn? Elektromagnet ist doppelte Shit, Schocks? Bei mir ist so ein Renner. Ab und zu sind auch so Mückenmänner drin. Alter! Ey, ich muss sagen, die Trench hier ist geil. Du warst gerade vom... Der Ton! Hörst du das? Nee, was okay, ist denn? Okay, jetzt ist wieder normal. Du warst gerade so, als wärst du irgendwie... hinter so einem Kissen oder so verschwunden. Keine Ahnung, der Zombie hat mir irgendwas ins Gesicht gedrückt. Ich glaube, war sein linker mutierter Hoden. Okay, okay, warte. Jetzt nicht so über... Okay, ja, jetzt nicht so im Blutrausch. Ja, wir sind immer zu geil. Ich hatte doch gerade Taschen voll, also müsste ich doch jetzt... Lass uns mal hier unten ins Salzbergwerk. Ja, genau, da müssen wir nämlich hin. Da zeige ich dir mal was, da habe ich nämlich was Schönes gefunden. So ein Leckstein oder da, was? Da war nämlich hier mein schwedischer Schwertkämpferfreund. Schweden-Mike ist zurück. Ah, wer kennt den noch, den guten alten Schweden-Mike. Guck das mal an, was geht hier? Alter, Tempelritter und so ein Quatsch. Die waren ja auch die Ersten, ne? Oh, was? Hier sind ganz viele Kabel. Hä? Die Viren des Heftes? Was gemacht? Keine Ahnung. Laden Sie das Geistkraftübertragungsgerät. Wie denn? Indem wir Zombies reinfüttern? Das hier in der Mitte, hast du das aufgemacht jetzt, oder was? Naja, ich hab da rumgedrückt.
Alter, die Bundeslade haben wir gefunden. Sollen wir es mal probieren und den hier töten und gucken, ob seine Seele... Ja. Ja. Sollen wir es mal probieren, gucken. Ja, klar, immer drauf. Immer dolle drauf. Richter, dieser Idiot. Ach, Richter ist auch hier relevant und so. Ist eine Timeline, cool. Cool, ne? Ja. Mhm. Ich mir gedacht. Weil Origins, da wusste man ja, die Templer waren. Die fliegen. Na, kacke, ausgerechnet die jetzt. Egal, ich hab meine gute alte Trenchgun. Ach du Scheiße. Oh, die sind schon. Wo ist nochmal Ulti? Auf was? Auf V, glaube ich, ne? Ja. Auf V? Ja, ja. Auf V habe ich Nahkampf. Kacke. Also bei mir steht unten V zum Aktivieren. Boah, warum ich jetzt schon wieder rot? Ey, das gibt's doch nicht. Vorsicht. Wir müssen anscheinend hier ran. Wir müssen wirklich hier in diesem Kreis sein. Achtung. Ich habe halt so eine Rüstung, damit bin ich schon ein Stückchen robuster. Merke ich schon. Okay. Was kann ich denn auf 2? Hier passiert irgendwas. Blitzkrieg. Auf 2 habe ich Blitzkrieg. Die Kaiserkammer. Kaiserkammer. Echt, ist voll? Starten Sie den Waffenmontageprozess im Kontrollraum. Okay, dann los, wieder zurück. Schnell raus hier, Kumpel. Aber dass man hier so angeleitet wird, ne? Ja, ist irgendwie ganz nett. Hä, hast du auch eine Taschenlampe auf einmal an? Ist hier so dunkel? Ja, hier ist ein bisschen dunkel. Warum ist es jetzt so dunkel? Keine Ahnung. Was weiß ich?